Alles andere als ein normaler Aufsteiger ist bisher die DJK Filzing. Das zeigten die Oberpfälzer trotz der ersten Saisonniederlage auch am Mittwoch beim tollen Auftritt gegen die Bayern. Das kleine Kleeblatt in hellblau, aber bis dato zu Hause eine Macht. Beide Heimspiele wurden, wenn auch etwas glücklich, gewonnen. Die bisher einzigen Vergleiche beider Teams stammen übrigens noch aus Landesliga-Zeiten, eingangs der 2000er. Damals siegte Fürth zweimal klar. Nach der branchenüblichen Abtastphase näherten sich beide dann mal dem gegnerischen Tor etwas an. Aber weder der Volleyschuss von Maximilian Dietz noch der Querpass von Goalgetter Andreas Jünger auf der anderen Seite sorgten für graue Haare auf den jeweiligen Trainerbänken. Mehr dann schon der Schuss von Daniel Adlung in der 16. Minute. Die Flanke von links nimmt der Routinier mit vollem Risiko. Der Querbalken steht allerdings der Fürther Führung im Weg. Max Putz wäre da machtlos gewesen. Kurz drauf wieder die Gastgeber, der Hoppelball von David Ismail aus der Drehung findet aber auch nicht sein Ziel. Danach beruhigte sich das Geschehen für rund eine Viertelstunde. So ab der 30. Minute hatten dann die Gäste ihre beste Phase der ersten Hälfte und durch Jünger auch die Riesenchance zum 0:1, erköpft aber direkt Lasse Schulz an. Das Momentum drehte sich aber nochmals, führt vor der Pause am Drücker, aber ein Treffer fiel nicht. Während also die erste Halbzeit eher den Fürthern gehört hatte, kamen nun die Filzinger nach dem Zeitenwechsel besser in Fahrt. Sebastian Niedermayer deutet zumindest mal die Richtung an. Die Hauser nun deutlich seltener vorne zu finden und wie hier beim Schuss von Devin Angleberger auch nicht mehr sonderlich gefährlich. Die DJK also vermehrt am Drücker und mit einer Großchance in der 57. Minute. Jim Patrick Müller visiert allerdings nur den Innenpfosten an. 10 Minuten später dann einfach mal ein weiter Ball auf Jünger und der schneller als die komplette Fürther Defensive. Er schiebt die Kugel dann auch noch an Schulz vorbei zum 0:1. Mit der Führung im Rücken verteidigten die Oberpfälzer danach konzentriert. Das kleine Kleeblatt fand nur noch selten den Weg in den Strafraum. Und selbst in der Schlussphase war es insgesamt zu wenig. Schulz kam in der Nachspielzeit auch noch mit nach vorne, kommt auch ran an die Kugel, aber sein Kopfball ungefähr. Und so blieb es am Ende beim Filzinger Auswärtssieg. Wir haben es verpasst, bis in, vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit ein Tor zu schießen, wo wir gut performt haben und wo wir auch gute Chancen hatten, wo wir, glaube ich, auch zweimal oder Latte und Pfosten angeschossen haben. Wir haben dann leider, kamen dann einfach nicht so konsequent aus der Halbzeitpause, wo der Gegner uns 15, 20 Minuten einfach zum Fehlen zwingt und in der Zeit schießen die auch 1-0. Ja, wir haben natürlich erst einmal überglücklich, dass wir einen Dreier geholt haben. Es war extrem schwierig in der ersten Halbzeit. Der Gegner hat uns vor Riesenprobleme gestellt. Sekt mal, dass wir in der Regionalliga laufen kann. Haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen und haben eigentlich, ja, haben wir darauf warten können, dass wir ein Gegentor schlucken. Haben wir Gott sei Dank Glück gehabt. Die zweite Halbzeit haben wir dann umgestellt, haben wir dann angelaufen, haben wir hochgepresst und damit hat, glaube ich, der Gegner nicht so recht gerechnet. Dann haben sie, glaube ich, ein Riesenproblem gekriegt. Wir haben die eine oder andere Chance gehabt, die hätten wir schon die Führung erzielen können und haben dann das Tor gemacht, leidenschaftlich verteidigt und es war ein richtiger Kraftakt und am Ende des Tages, glaube ich, aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch verdient. Erste Heimpleite also für die U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Erfolgsstory der DJK Filzing geht dagegen weiter. Vierter Sieg im fünften Saisonspiel.